Und herzlich willkommen. Dann geht auch schon die Signalfackel los. Wir sind hier auf Rishi unterwegs in der Erweiterung Shadow of Revan auf der Jagd nach Level 60. Ich werde begleitet von Bull und neu hinzugestoßen ist die Niki. Hi Bull und Niki. Hello. Hello. Auf dem Programm steht der zweite der neuen Flashpoints, nämlich die Schlacht von Rishi. Und wir haben gerade spontan beschlossen, dass wir das jetzt einfach mal zu dritt angehen werden. Oder? Haben wir uns das gut überlegt? Richtig. Den müssen wir jetzt ohne Niki annehmen und sie kann damit rein. Okay, alles klar. Dann machen wir das doch. What he says? Okay, und was machen wir dann jetzt? Flashpoint starten. Flashpoint starten, okay. Muss jetzt einer speziell irgendwie rein? Nein? Okay. Hinein, Onkel Otto. Auf gut Glück. Gucken wir mal, wie wir fehlen. Okay, und storymäßig geht es jetzt hier darum, hier diesen Signalstörsender zu zerstören, oder wie? Habe ich das richtig in Erinnerung? Richtig, genau. Okay. Offenbar gibt es auf Rishi auch sowas wie ein Mount Rushmore. Sieht hier auf dem Ladebildschirm zumindest so aus. Ja, war der letzte Präsident. Das war der letzte Präsident von Rishi. Wie hieß der? Fummelfurz. Fummelfurz. Karl-Heinz mit Vorname. Natürlich. Und schon geht's rund. Ich will so ein Schiff. Ich glaube, die gibt's in, Ich weiß nicht, ob ihr mich empfangt, aber ich bin angekommen. Wir empfangen euch. Ein Galactic Starfighter, oder? Das ist ja geil. Hier im Gildenchat. Frag mal Sven, genau. Richtige Entscheidung. Oder Hemi. Oh ja. Nee, ich glaube, der brüllt nur im Channel rum. So, dann wollen wir mal gucken. Wer holt denn seinen Gefährten raus? Soll ich meine Tweak rausholen zum Heilen? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Der Stiller ist in Sicht. Perfekt. Guck mal an den Himmel. Oh ja, da tobt die Schlacht. Flotten. Ich versuche euch hindurchzuhelfen, so gut es geht. Aber dieser Signalstörer könnte für ein paar Probleme sorgen. Siehst du, der Sven meldet sich gleich, der Haneke. Ja, der weiß Bescheid. Er ist auch mit ein Grund dafür. Okay. Falsches Ziel. Erzähl mal, Niki, du spielst ja normalerweise als Heilerin bei uns in der ersten Raid-Gruppe. Warum spielst du jetzt als CD? Weil es zum Questen wirklich deutlich angenehmer ist. Also mit dem Heilen. Und weil ich ja auch hauptsächlich meinen Tank immer dabei habe, da stirbt einfach kein Mensch. Dann hauen wir die mal. Super platziert den Druck von oben. Ja, das ganz war toll gemacht. Der trägt eindeutig deine Handschrift. Oh. Ich weiß schon, warum ich normalerweise Tank spiele. Musst du nicht zielen, musst nur mit dem Lichtschwert fuchteln vorne, ne? Genau. Muss nur ein blödes Gesicht machen, dass ich Aggro habe. Das klappt auch meistens ganz gut. Es sei denn, die Raketen viel schneller als ich, weißt du doch. Das halte ich immer noch für ein hartnäckiges Gerücht. Sowas passiert nämlich nicht. Ich werde Uwe darum bitten, einen Custom-Gildentitel oder Gildenrang einzuführen. Vorzeige-DD. Und der bin dann nur ich. Ah ja. Ich hatte mit Uwe hier über den Dinge schon gesprochen, über diesen Flashpoint hier. Ja.
wir waren der Meinung, dass es hier viel mehr Gegner geben müsste im taktischen, weil wir waren ja bisher nur im Einzelspielermodus hier drin, weil hier so viel freie Fläche ist, aber momentan sehe ich das noch nicht. Na gut, also es muss ja nicht alle Nase breit irgendwie einen Gegner rumstehen. Nee, aber hier ist teilweise wirklich echt viel Platzverschwendung. Ah, hier stehen ja ein paar Elite rum. Die waren zumindest keine Elite im Einzelspielermodus. Das waren nur starke Gegner hier. Erzähl mal, Niki, wie gefallen dir die Änderungen bei deinem Söldnerheiler? Du hast vorhin nur gemeint, dass du noch ein bisschen brauchst, um dich dran zu gewöhnen. Ja, also die Rota verändert sich auf jeden Fall, aber sonst im Ganzen so wird es auf jeden Fall besser werden. Also es wird einfacher zu spielen sein und man kann sich auch ein bisschen mehr... Meinst du vom Hitzemanagement? Wie bitte? Meinst du vom Hitzemanagement? Ja. Moin. Auf jeden Fall. Hi Sven. Alles frisch bei euch? Ja, ja. Und bei dir so? Seid ihr hier am Stream? Nicht am Stream, aber am Aufnehmen. Herzlich willkommen auf YouTube. Nehmt ihr auch Voice auf, ja? Ja. Ja, sicher. User left your channel. Sehr gut. Das ist so typisch Sven. Ne? Ich habe hier gerade Ladehemmung irgendwie. Was ist denn da hinten? Da war es abgestürzt. Beim Einparken falsch abgebogen. Das ist dein Schiff, du weißt es noch nicht. Ach, ist Niki das so? Niki hat es kaputt gemacht. Ja. Aber ich... Verdammt. Heiler. Ich merke, dass hier relativ viel freie Fläche ist. Ja. Da dachten wir wirklich, dass hier noch irgendwo wesentlich ein, zwei Gruppen noch stehen. Aber unterscheidet sich nur, dass die Gegner halt sind halt ein paar mehr Elite drin. Schade. Aber so sieht man wenigstens mal ein bisschen was vom Flashpoint. Gibt ja Flashpoints, wo du halt wirklich Gegner an Gegner hast. Ja. Da kriegst du eigentlich nicht viel mit. Erinnerst du dich noch, wie viele Gegner in, was war es, der falsche Imperator waren damals? Ganz am Anfang. Oh, das war ja, schlimm, da bist du ja keine 2 Meter weit gekommen. Ja, da war wirklich alle Nase lang eine Mobgruppe. Woran erinnert dich das hier? Das hier, das ist so Jurassic Park irgendwie. Genau. War auch mein Gedanke. Ja, jetzt wo du das sagst, ne? Cool. Okay. Habt ihr eine Ahnung, wie man hier zuerst töten sollte? Der eine springt weg, der rechte, glaube ich, springt als erstes weg. Okay. Bin mir aber nicht so sicher. Ja, ich würde sagen, wir knallen einfach mal drauf. Ne? Ich nehme das mal als Ja. Los. Das trifft sich gut. Ich habe heute noch keine imperialen Legenden erlebt. Ja, die kann man auch nicht unterbrechen.
Aha, der springt nicht weg, der tarnt sich nur. Egal, klatschen wir den erstmal um. Der andere heilt den. Oder heilt irgendwas. Nee, die Sonden, die müssen wir umhauen. Und sagt ganz viele rote Kreise. Jetzt ist er hier abgehauen. Wo ist er? Hallo. Also. Krieg. Wer kriegt auf die Schnauze, der Teddybär? Wieso ist das Ding immun? Ah, jetzt. Ah, ist schon wieder weg. Warum kann man die Heilung nicht unterbrechen? Waren das gerade drei tot von oben? Jo. So gehört sich das. Ich knall dir mal eine Heilung drauf. Brauch nicht, aber gezündet was. Hast du gezündet was? Ich vergesse auch immer, dass ich noch dieser Notfallscan, den haben wir ja jetzt auch. Ja, die Instant-Heilung. Daran denke ich immer nicht. 178er Zeugs, ich werd bekloppt. Na ja gut, so ist das halt mit der Item-Spirale. Was du früher gefarmt hast, wird dann später dir hinterhergeworfen. Oh, guck mal, Dodo. Bitte verwenden Sie die Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Okay, ihr seid drin. Zwischen euch und dem Störer befindet sich ein Kraftfeld. Wo ist denn der Störer? Sicherheitsgurt besorgen, um es passieren zu können. Das Signal den brauchen wir nicht, der diesen im Einzelspielermodus starke. Da ist der Störer. Haha, er hat dich rangezogen. Ich kann darüber nicht lachen. Das ist schwer deprimierend für mich. Ich bin auch so sensibel. Mhm. Dafür bist du bekannt. Der Dodo kommt dazu. Ja, und zieht mich wieder ran. Ja, siehst du, wie lustig das ist? Genau, zerleg die Sau. Oh, muss mal rein hier. Das ist jetzt aber auch irgendwie, aber kann es sein, dass die Geschütze hier solarbetrieben sind und deswegen nicht feuern? Das sind doch so Solarpanels, oder? Aber guck mal, mach mal die Karte auf, guck mal, wie groß das ist. Die draußen. Ja. Und noch weiten Fußmarkt vor uns. Ja, macht ja nichts. Auf YouTube ist noch Platz. Aha. Guck mal, die haben hier nicht aufgeräumt. Gibt's hier noch okay, irgendwie Wissensobjekte oder so? Den Keks. Was? Brauchst du? Ob's hier noch irgendwie Wissensobjekte oder sowas gibt? Oh nee, die haben meinen Thron hier! Was? Wo? Tatsache. Hol mal bitte einer mein Werkzeugkasten. Das sind doch. Das sieht so ähnlich aus wie diese fliegenden Throne, ne? Ja, ja. Das Ding nehmen wir mit, das wird eingepackt. Kriegt Tweak in seinen Rucksack.
Du hast recht mit den Solarpanels. Ja, ich hab's gerade auch gedacht. Oh, es ist bewölkt, es regnet. Funkstille. Kommt nix, jo. Dumm gelaufen, wa? Also merken, da nur will bei schlechtem Wetter angreifen. Ja, da will man umweltfreundlich Krieg führen und dann ist auch nix. Guck mal, das sind aber, ich will so eine leuchtende Kokosnuss, Alter. Ich wollte gerade sagen, ist die Dinge beleuchtet? Oh, hier der Gegner. Hans, guck in die Luft. Der Dodo, der muss auch dran glauben. Ja. Aha. Ich hab Feuer angemacht. Er wollte mich ranziehen, aber ich hatte meine Überbrückungen. Aber auch nur im letzten Moment gezündet. Weißt du, was schön ist? Tree Club. Ja, davon abgesehen. Das ist ja nämlich selbstverständlich. Tree Club hat dich voll und nicht mich. Ja, danke. Sehr gern. Gut. Wenn du hier einen Gegner anschießt, dann kommen sie aber alle, du. Ja, das sind hier Buddies. Du kannst nicht einfach hier einen ihrer Homies hauen und dann erwarten, dass die anderen nicht reagieren. Die haben die ganze Galaxis gegen sich aufgebracht. Also das geht nur mit starkem Zusammenhalt, ja? Ja. Also idealerweise schon, ja. Ist da oben noch irgendwas? Ich weiß, da müssen wir noch hin. Ach nee, da oben war es gar nicht. Ich will so eine Kokosnuss. Gab's da nicht mal auf dem Kinderlied, wer die Kokosnuss geklaut? Keine Ahnung. Ja, gab's. Ist das ein Rolf Zukowski-Lied oder so? So Rolf Zukowski und seine Sauplagen? Keine Ahnung. Kennt man den heute noch? Also hier die jüngere Generation? Genau, nicht hier. Erzähl mal was. Ja, gut, alles klar. Ja, das ist doch vielleicht ach was so, für nee. Unsere... Ach so, nee, ja klar, ja, doch, doch, doch. Der hat kennst du Rolf Zukowski? Hat er nicht auch hier, vor allem seine Weihnachtslieder, das war ganz groß hier, in der Weihnachtsbäckerei und so ein Kram halt, da hat er mit den Kindern gesungen. Lebt der eigentlich noch? Bestimmt. Unkraut vergeht nicht. Ja, stimmt. Ja, an unsere jüngeren Zuschauer, würde mich mal interessieren, ob ihr Rolf Zukowski noch kennt. Wenn nicht, einfach mal googeln und vor Ehrfurcht vor dem Bildschirm erstarren, bitte. Rolf Zukowski war aktuell, als ich noch in der Grundschule war. Und ich habe ihn als Grundschüler schon gehasst, weil ich es damals schon dumm fand. Ohne Witz, konnte ich voll nicht leiden. Wir mussten immer die Lieder singen und das war irgendwie überhaupt nicht so meins. Es war kein Black Metal. Was macht denn der? Versteckt er sich unter der Brücke? Ich frag's mich auch gerade. Komm her! Die Kameraden geben gut IP ab hier. So schnell, ich hab einen Proc. Ich hatte einen Proc. Weißt du, was mich stört? Die beten hier alle den Revan an. Überall stehen so total entstellte Statuen von ihm rum, aber kein einziges Poster an der Wand. Das stimmt doch was nicht. Meinst du, was so richtige Groupies sind, was? Das sind auf keinen Fall richtige 90s Kids. GZ. Level up! Bist du jetzt 60? Level 60, ja. Ah ja, GZ.
Und wie fühlt sich das so an? Erzähl mal. Erzähl. Ich bin richtig aufgeregt. Wie neugeboren. Deswegen wollte Anni so mit, weil sie die Story schon durch hat und Level 60 werden wollte. Pass auf, vielleicht geht sie hier raus. Ja, das Video ja, macht so, sie dann als... danke fürs Mitnehmen, war sehr schön. Bereich verlassen und gut ist. Das Video wird deine Startseite im Browser, oder? Guck mal. Das ist hier irgendwie hier so ein Verhandlungsraum und wenn der Geschäftspartner hier nicht so spurt, wie man will, ne, dann sagt man, komm mal rüber zur Kaffeemaschine. Das ist hier die Aktenvernichtung, ist das. Ach so, meinst du? Ja, ja, sicher für die Schwarzgeldkonten und sowas, die ganzen Beweise. Da passen aber ziemlich viele Akten rein. Ja nun, das sind die Revanita, das sind auch viele Leute. Ach so, ja, richtig. Aber trotzdem, die hätten ja trotzdem was recht, die hätten immer aufräumen können. Ja. Ja, guck mal, überall stehen die Kisten rum, hier liegen ungesicherte Waffen. Oh, hier, aber ein Fikus haben sie hier stehen. Ein Fikus, ja, tatsächlich. Und dann noch einer. Was ist das hier oben? Das ist hier so der Dancefloor. Warum haben die Fahne auf dem Fußboden liegen? Das gehört hier einfach so. Ich weiß, was das hier ist. Das ist hier der Bangfloor. Das ist eine Rutsche, in die da unten rein. Jetzt habe ich's. Ach stimmt, und wir stehen hier auf so einem Gerät, dann fährt hier so eine Plane aus. Genau. Und die wird dann eingeseift. Und dann juhu. Und direkt in den Feuerschacht. Ja, und wer es drüber schafft, der wird der neue Chef. Der wird befördert, ja. Nicht einen Haufen Dreck rum. Ich muss mal Staub wischen können. Entschuldigung. Wo geht's lang? Hier. Ich hab keine Ahnung. Mir nach. Das sieht auch gut aus hier. Wenn hier so reinkommst. Mhm. Aber merkt ihr das? Das wird immer dunkler hier. Kann das sein? Ja, ne? Der Himmel, alles, wenn es nackt werden würde. Ja, ist ja auch Winterbull. Oh ja, Entschuldigung. Ne? Ich hab nicht geguckt, wird ein bisschen eher dunkel, ja. Ich hab nicht geguckt, wie spät es ist. Aha. Wieder ein dynamisches Duo. Lord Fott. Ehrlich jetzt? Und Meister Obar. Obai. Wen nehmen wir zuerst? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Jedi sind meistens nervigere Gegner, also vielleicht den mal. Habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Komm mit, kleiner Drache. Großer gelber Kreis. Er hat gerade einen beinahe 11k-Crit mit meinem Railschuss. So arg haben sie nicht am Schaden geschraubt. Das hatte ich nämlich davor auch schon. Wow. Das sieht ungünstig aus. Ach, es geht. Seit wann habe ich denn automatisches Target wechseln an? Haben sie das verändert vielleicht? Weiß ich nicht, muss ich nachher mal in den Optionen gucken. Da hat mein Wärmesuchraketen widerstanden. Die Sau. Blitzkugeln, da passiert irgendwas. Ja, die tun bestimmt weh. Ich guck uns mal nach einem. Wow! The fuck? Hat's was hätten wir zerlegt? Tun müssen? Bull, du warst hier doch schon drin, du Nase. Ich aber war hier vorhin auch schon. Da gab's die Dinger, diese Blitzkugeln nicht. Aha.
Nee, bei mir aber vorhin auch nicht. Wir haben es geschafft, wir sind tot. Und ich hab ein Level abgehabt mit dem Tod. Echt? Ja. Na, dann geht's jetzt. Danke. Das hätte dich ja eigentlich mal eben retten können, so mit Full Life und so. Aber naja. Er hat uns voll zerhäckselt hier, diese Blitzkugeln. Heißt also, wir müssen die umhauen, bevor die in der Mitte zusammenkommen. Was war denn? Macht Kugelblitz besiegte Maynard mit Kugelblitz. Null Schaden. Weißt du Bescheid? So, zur Sicherheit halte ich uns nochmal. Aha. Ey, guck mal an Dodo. Ne. Was gibt's hier zu tun? Hier rüber. Guck mal, die grillen hier. Die grillen hier, die Penner. Oh, Entschuldigung. Oh. Was denn? Ich dachte, ihr würdet die noch angucken vorher. Aber mein Tor von oben ist schon eingeleitet gewesen. Ich dachte, du entschuldigst dich bei den NPCs, dass wir sie beim Grillen schieben. Ich wollte auch gerade sagen. Bitte verzeihen Sie mir, nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich muss sie leider töten. Du brennst ja wirklich, ich geh mal rein. Ja. Tja. Yum, yum. Barbecue. Was liegt denn da auf dem Grill? Was ist denn das? Bull, du bist doch hier der Fleischexperte. Was ist das? Also, so würde ich sagen, Wespennest. Da müssen auch verdammt große Wespen sein. Das ist bestimmt so ein Dino-Oberschenkel oder so. Stimmt, sieht aus wie so eine Keule aus einem Cartoon. Irgendwie ein bisschen. So, drück mal die Knöpfe. Müssen wir alle drücken. Ja, wieder Drei-Mann-Tastatur. Da ist ein Schild. Das haben wir jetzt gerade aufgebaut, diese Dinger. Mit den Schüssen? Ja, nimmst du hell oder dunkel? Ne? Weißt du Bescheid? Die Krux des deutschen Clients. Und auf wen schießen wir jetzt mit dunkel? Auf die Republikaner natürlich. Ist das schön. Sieht man das jetzt auch? Nee. Leider nicht. Schade. Aber es ist cool inszeniert, also gefällt mir auch sehr gut, der Flashpoint bislang. Also jetzt nicht unbedingt vom Spielerischen her, aber das Setting ist geil. Und hier ist jetzt wieder so eine große freie Fläche, was mich halt so ein bisschen was. Drei Tote von oben, die Hälfte geht daneben. Von lauter Selbstverständlichkeit. Habe ich gerade einen Erfolg abgeschlossen. Rebanita-Niederschlag. Rebanita-Niederschlag. 250 nicht. Dingens. Ich habe hier schon 250 Viecher getötet. In diesem Flashpoint. Naja, du warst ja auch mit anderen Chars hier, ne? Mit einem bisher. Achso. Warst du fleißig? Ja, die Putzfrau könnte hier auch mal durchwischen. Aber die haben hier einen schönen Fikus. Und sind da auch Kokosnüsse dran? Nee. Können wir mal die fragen, ob die welche haben? Ganz toll, Bull, ganz toll. Ich krieg die Droiden nicht ins Target. Ich bin Heiler, ich darf schießen, worauf ich will. Muss keine Kill-Reihenfolge reinhalten. Du bist momentan DD. Gibt's denn hier? Guck mal, also die haben schon so ein bisschen grünen Daumen. Also die Pflanzen sind hier top, ja, in Ordnung, ne? Alles sieht aus wie sonst irgendwas, aber die Blumen, ne, die sind top. Guck mal, hier ist auch so ein Lichtkegel. Ja, strahlt mich an. Oh, schön. Ja, komm, weg da.
das Ganze jetzt noch mit fetziger Musik unterlegt, irgendwie so ein dramatischer Auftritt. Kann gerade aus irgendeinem Musikvideo stammen. Ja. Wir drei laufen noch immer, wenn wir Nackenstarre hätten. Ja, und geschwollene Testikel. Ne, Niki? Ja, gerade ich. Aha, aha. Tja, ne? Schildstaffel Einheit 1. Okay. Ist da der Name Programm? Der macht doch bestimmt irgendwas mit einem Schild. Oder soll der den Schild bewachen? Im Einzelspieler war das einfach nur ganz normal draufhauen. Ich verstehe dich nicht, ich schieß zu laut. Oh, Kacke! So, jetzt Schild. Müssen wir uns da reinstellen. Ja. Und drücken. Was drücken? Ich kann hier nichts drücken. Hast du schon? Ja, ich hab schon. Siehst du doch, hier drumrum. Achso, kommt der Kreis erst, wenn man was gedrückt hat. Mhm. Verstehe. Sag das doch. Ruft Verstärkung. Da kommt doch was runter. Na? Lass mal eine Heilung raus. Der als Hard-Mode-Gegner ist bestimmt cool. Ja. Wisst ihr was? Das ist dieselbe Stimme wie von den beiden Panzern in Denova. Oh, ich muss ja auch. Ja. Komm zu mir, Niki. Ah. Da liegt er. Oh. Was ist das? Ein Machthund. Ach, cool. Da bedarf man drauf, ne? Jo. Jette. Yay! Das sind dieselben Sachen wie im Questverlauf, ne? Ja, braucht ihr die Ausrüstung? Nö. Würde ich gerne mal einen Tweak in der Hand drücken. Komm her, Wuffi. Hab ich was gekriegt? Warte. Wie findet ihr meinen Machthund? Wo denn? Warte. Guck mal, der Grund. Dass der nicht umkippt. Wieso? Nein, der hat Übergewicht nach vorne. So. Ja. Und sieht cool aus. Ich zeig dir dann auch auf Javin, wo du da auch so ein kleines Pet kriegst. Davon kriegst du nicht auch schon eins. Nehme Namensvorschläge entgegen. Bitte kommentieren, wie mein Machthund heißen soll. Ansonsten nenne ich ihn Bull. Nein. Gut, ich bin drin. Lade die Daten hoch. Bitte komm. Kann mich jemand empfangen? Ich bin hier. Und ihr seid... Darth Maar, es befinden sich Verräter in eurer Flotte. Und nicht gerade wenige. Sie handeln im Auftrag von Revan. Revan ist am Leben? Er will, dass ihr euch da oben gegenseitig vernichtet. Die Flotte soll jegliche Waffen deaktivieren. Sofort! Eure Leute sollten jetzt eine Liste der Verräter haben. Wo kommt die denn her?
Endlich eine offene Leitung. Großmeisterin Shan, es scheint, dass uns euer Vorfahre eine Falle gestellt hat. Ja, wir wurden von einem unserer Agenten auf dem Planeten informiert. Wir ergreifen bereits Maßnahmen, die Verräter unter Arrest zu stellen. So wie wir. Angesichts der Natur dieser Bedrohung schlage ich vor, dass wir persönlich miteinander sprechen. Oha. In Ordnung. An einem neutralen Ort. Es gibt eine Piratenstadt auf Rishi. Mein Team wird euch die Koordinaten senden. Das sollte machbar sein. Und das war's? Das war der Flashpoint. So, Ordnung muss sein. Schön über das Beacon den Flashpoint verlassen. Ja, ich danke euch fürs Zusehen und danke an Bull und Niki fürs Mitkommen. Und wie es dann weitergeht in der Story von Shadow of Revan, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss.